Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Leif Ahrens. Sicherreisen beginnt im Reisebüro. Und 2020 wird da für viele losgehen und es wird das Jahr der Deutschlandreisen werden. Mich interessiert jetzt, wie fahre ich denn Mietwagen im Corona-Zeitalter und was ist eigentlich ein Mietwagenbroker? Wie finde ich das beste Angebot? Es gibt ja so viele. Und das alles sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Wir haben zwei absolute Experten zu Gast, nämlich Birgit Bächle und Thorsten Lehmann. Die beiden sind von Sunnycars und sie sind jetzt hier zu Gast. Hallo Birgit. Hallo. Und hi Thorsten. Hi, hallo. Mega, man kann euch schön auseinanderhalten. Das ist immer das Leichteste, wenn sowohl eine Frau als auch ein Herr mit dabei ist, weil die Stimmen dann doch so ein bisschen unterschiedlich sind. Sunnycars ist ein Mietwagenbroker, richtig? Richtig. Was heißt das genau? Mietwagenbroker heißt genau, dass wir selbst als Sunnycars keinen eigenen Fuhrpark unterhalten. Also wir besitzen keine eigenen Mietwagen, sondern wir bringen Angebot und Nachfrage letztendlich zusammen. Das ist eigentlich so das Grundprinzip eines Brokers. Was für eine angenehme Geschichte. Also ihr müsst nie durch die Garage laufen, das Auto suchen, sondern das lasst ihr letzten Endes andere machen. Das heißt also, Angebot ist derjenige, der das Auto tatsächlich hat und Nachfrage bin ich, wenn ich eins brauche. Genau so ist es. Mit welchen Mietwagenanbietern, also Autobesitzern, arbeitet ihr zusammen? Also wir arbeiten im Grunde mit fast allen Anbietern zusammen. Wir verlesen allerdings jeden Anbieter, mit dem wir arbeiten, von Hand. Das heißt, in einem Zielgebiet können es ganz unterschiedliche sein. Es sind international bekannte Vermieter, die wir alle kennen, wie zum Beispiel Europcar oder Hertz oder Alamo National, solche Dinge. Oder dann natürlich auch national nicht ganz so bekannte Anbieter. Das sind dann so zum Beispiel Helle Hollis oder Hyper Renter Car in den spanischen Zielgebieten. Gibt es natürlich auch auf der ganzen Welt. Und wichtig ist, dass wir mit allen, mit denen wir arbeiten, dass sie wirklich handverlesen sind und wir uns genau aussuchen, an welchem Standort wir mit wem zusammenarbeiten. Genau. Ja, wenn ich da jetzt ein Auto habe oder ein paar Autos und würde sagen, ich möchte die gerne vermieten, komme ich auf euch zu oder habt ihr da so ein Trüffelschnäuzchen und wisst immer, wo gerade die guten Angebote, wo die guten Vermieter sind und kontaktiert ihr die? Also wir sind jetzt schon bald 30 Jahre im Markt. Wir kennen natürlich so die Vermieter, die es auf der Welt gibt. Es gibt natürlich immer wieder neue, die dazukommen. Es gibt aber auch Anbieter, die gerne mit uns arbeiten würden. Aus Erfahrung wissen wir, manche davon sind gut, manche nicht. Mhm. Kommt immer so ein bisschen drauf an, auch wie die Zielgebiete sich entwickeln. Es gibt zum Beispiel Japan war zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel. Da kannten wir lange keinen. In Japan haben wir, glaube ich, Birgit, korrigiere mich, 3-4 Jahre im Programm. Mhm. Und da sind wir dann irgendwie mal blind losgelaufen und sind dann, glaube ich, bei Europcar gelandet. Das ist ein Partner, mit dem wir arbeiten. Das war für uns auch unbekanntes Terrain. War aber ganz spannend. Ist ungewöhnlich, ne? Jetzt wird ja dieses Jahr wahrscheinlich viel Urlaub erstmal in gewissen Destinationen, wenn nicht gar in Deutschland, stattfinden. Aber dennoch, in wie vielen und in welchen Ländern kann ich denn einen Wagen über euch buchen? In tatsächlich über 120 Ländern, in allen wichtigen touristischen Zielgebieten. Da arbeiten wir mit Partnern zusammen, da sind wir präsent und insgesamt haben wir ja auch so circa 300 verschiedene Mietwagenanbieter bei uns mit im Programm, die die gesamte Zielgebietsfläche abdecken. Also ganz spannend eigentlich. Also 120 Länder und egal wo auf der Welt, wir sind da. Jetzt machen die Länder ja so nach und nach wieder auf. Hier und da werden die Reisewarnungen wieder aufgehoben, auch von der Bundesregierung. Habt ihr da schon Kontakte auch und fragt ihr danach, wie geht's denn bei euch? Wie sehen die Autos aus? Sind die jetzt zugestaubt oder sind die schon einsatzfähig? Also die meisten Autos sind natürlich einsatzfähig. Es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland gerade vor 5-6 Wochen schon gesehen haben, ja, es waren einige eingestaubt, die mussten natürlich geparkt werden. Viele Autos, die nicht von A nach B bewegt wurden, da war dann auch mal die Fläche der Parkplatzkapazität sehr knapp. Und das war ganz interessant zu sehen, welche Probleme tatsächlich die Vermieter haben. Aber im Grunde ist es so, es gibt ja auch nicht nur internationales Geschäft, sondern natürlich auch nationales Geschäft. Also nur weil ein Deutscher oder Engländer oder wer auch immer nicht nach Spanien fliegen kann, stehen die Autos ja nicht rum, sondern innerhalb des jeweiligen Landes werden die Fahrzeuge ja auch bewegt. Also in Spanien, von Spanien. Sollte man gar nicht glauben, passiert aber. Da muss erstmal drauf kommen, dass ja ein Auto dann Geld verdient, wenn es halt unterwegs ist und nicht, wenn es irgendwo schön steht und auf mich wartet. Klar, dass sie nicht so viele Parkplätze haben, dass sie alles unterbringen können, ist ja extrem spannend. Sag mal, Sunnycars, das klingt ja förmlich schon nach Sommerurlaub und nach guter Laune. Wer sind denn die Menschen, die bei euch Autos buchen? Ja,
grundsätzlich erstmal jeder, der einen Führerschein hat. Nein, unsere Kunden sind sehr vielfältig. Das sind zum einen natürlich Familien, die nicht jeden Tag am selben Strand liegen möchten, das Pärchen, das Land und Leute erkunden möchte, Sportreisende, wie zum Beispiel Golfer, Wanderer, die natürlich die Gegend erkunden wollen, unterschiedliche Golfplätze spielen möchten. Und im Prinzip einfach alle, die sich im Urlaubsziel auch außerhalb der Unterkunft bewegen möchten. Also die tatsächlich Lust haben, auch noch mal ein bisschen was von Land und Leuten zu sehen. Richtig. Sind das denn dann eher Privatkunden oder habt ihr auch Lösungen für Geschäftskunden? Grundsätzlich haben wir mittlerweile einen recht erwähnenswerten Geschäftskundenanteil. Einfach aus dem Grund, wir bieten für Geschäftsreisende eine klare Kalkulationsgrundlage mit unserem Paket, das wir anbieten. Das schätzen natürlich Firmen, weil sie haben eine klare Kalkulierbarkeit, Flexibilität, sie mögen unseren Service und ja, dass wir rund um die Welt einfach Mietwagen aus einer Hand anbieten. Birgit, jetzt hast du gerade schon gesagt, sie schätzen viele Dinge. Die meisten schätzen ja, wenn sie irgendeinen Vorteil haben. Welchen Vorteil kriege ich denn, wenn ich bei euch buche? Ja, grundsätzlich das Ziel von Sanicars ist es nicht der günstigste oder billigste zu sein, sondern der beste zu sein. Das ist relativ einfach gesagt. Zu machen ist es natürlich nicht so einfach, wie sich das anhört. Wir möchten der Beste sein in puncto Service, Qualität, Dienstleistung. Und hinzu kommt, dass wir das Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Was heißt das? Unser Rundum-Sorglos-Paket ist das umfangreichste, das es überhaupt im Mietwagensektor gibt. Das bedeutet, bei uns sind zum Beispiel Standardleistungen, dass Vollkaskoschutz oder Diebstahlschutz mit Erstattung der Selbstbeteiligung ist. Wir erstatten Schäden an Glas, Dach, Reifen und Unterboden. Des Weiteren erstatten wir Abschleppkosten oder Unfallbearbeitungsgebühren und. Wow. Also es sind ganz viele Sachen, die bei uns standardmäßig im Paket enthalten sind und die der Kunde schon direkt im Preis inkludiert hat. Des Weiteren bieten wir natürlich Services, die es vor Ort entweder gar nicht gibt oder wenn dann nur unter bestimmten Voraussetzungen, die man bei uns dazu buchen kann, ob das jetzt ein ohne Kautionspaket ist oder ob es eine Expressübernahme ist, wo man eben dann an einer gesonderten Fastlane anstehen darf, beziehungsweise stehen soll man ja nicht, sondern durchmarschieren. Oder ob es so Dinge wie Online-Check-In sind. Wir haben ganz viele Services, die wir anbieten, die hinzugebucht werden können. Also ihr hört auch zu, was die Kunden wirklich haben wollen und genau das versucht ihr dann wirklich zu machen mit den Vermietern. Richtig. Mega. Also auf der einen Seite natürlich direkt mit den Vermietern. Auf der anderen Seite, es klingt ja immer so, ein Mietwagenbroker kauft irgendwie was ein und gibt das irgendwie an die Kunden weiter. Das, was die Birgit gerade aufgezählt hat, ist tatsächlich so, da kommt eine Menge Leistung. Also jeder Vermieter hat unterschiedliche Leistungen und wir vereinheitlichen diese Leistungen, indem dass wir wirklich alles das, was die Birgit gerade gesagt hat, nochmal oben drauf packen und noch genau und darüber hinaus und eben ein einheitliches wirklich allumfassendes Produkt im Markt anbieten. Und dafür stellen wir sicher, dass es dann tatsächlich auch unter der Plattform von Sanicars eben einheitlicher verkauft wird. Also das ist ganz, das klingt ein bisschen einfach, ist aber echt komplex. Ja, weißt du, das hat jeder schon mal die Erfahrung gemacht. Das, was einfach klingt, da ist unglaublich viel Gedanken, Hirnschmalz und so weiter dahinter. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Aber sag mir, ihr beiden, Reisen wird ja wieder möglich. Ab Mitte Juni darf man wieder in 31 europäische und angrenzende Länder reisen. Wie entwickeln sich dann die Buchungen bei euch? Also muss ich zusehen, dass ich noch einen Wagen kriege? Naja, ganz so schlimm ist es nicht, leider. Also es ist tatsächlich so, wir haben uns mal heute die Buchungszahl angeschaut. Wir schauen da nicht so gerne rein, weil natürlich der Rückgang zum letzten Jahr ist natürlich enorm. Ist wie in der gesamten Touristik so. Wir sehen Zukunft in Deutschland, jetzt glaube ich jetzt über die nächsten Jahre nicht unbedingt, aber momentan ist Deutschland sehr stark und wird stark nachgefragt. Wir sehen allerdings auch eine Erholung von Spanien. Auf Platz 3 ist tatsächlich Griechenland, gefolgt von Frankreich und dann Portugal. Es gibt auch noch andere Länder wie Italien und lustigerweise auch Curaçao, Österreich, Serbien und Türkei. Also alle kriegen so ein paar Buchungen gerade, aber natürlich auf geringerem Niveau, deutlich geringerem Niveau als im letzten Jahr. Und es ist
ja, mal gucken, wohin die Reise dann tatsächlich dieses Jahr oder spätestens dann nächstes Jahr wieder geht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also Deutschland war noch nie bei uns auf Platz 1 der Top 10 Zielgebiete, aber dieses Jahr hat Deutschland es geschafft. Wollte gerade sagen, da ändert sich viel. Und es ist ja nicht nur die Destination, wo ich hin will. Die meisten Menschen wollen ja auch sicher reisen. Und so heißt ja der Lufthansa City Center Podcast. Aber in diesen Zeiten ist das ja nun nochmal ein Zacken wichtiger als sonst. Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass eure Mietwagenpartner diese verstärkten Hygienemaßnahmen auch sehr, sehr behutsam umsetzen? Also auf der einen Seite ist es natürlich so, wir haben einen Kunden, der natürlich einen sehr hohen Anspruch hat. Das heißt, aus uns heraus empfinden wir sehr viel Verantwortung, die wir auch tatsächlich in die Zielgebiete geben zu unseren Partnern, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten seit sehr, sehr vielen Jahren. Auf der anderen Seite, das darf man immer nicht vergessen, gibt es ja nicht nur in Deutschland Hygieneregeln, sondern auch in anderen Ländern. Also die sind da auch ganz, ganz pfiffig, was das betrifft. Und die sind tatsächlich und teilweise auch etwas strenger ausgelegt als die vielleicht in Deutschland. In Griechenland gibt es ein interessantes Beispiel. Stand heute, wenn du heute einen Siebensitzer buchst, Minivan für 7 Personen, darfst du da nur maximal zu 4 einsteigen. Manchmal auch zu 3, je nach Region. Und dann auch natürlich aus dem gleichen Haushalt stammend. Also solche Dinge. Also das ist schon so, dass wir hier spannende Beratungsgespräche führen mittlerweile auch mit Kunden und denen klar machen, ja, du kannst jetzt da nicht mit 7 Leuten einsteigen. Also alles das, was hier an Regeln in den jeweiligen Zielgebieten, in den Ländern festgelegt wird, das sammeln wir und das bringen wir nach vorne zum Kunden hin, lassen es in die Beratungsgespräche einfließen. Und auf der anderen Seite, wenn wir das Gefühl haben, hey, da haben wir jetzt einen Partner, von dem haben wir noch gar nicht so viel gehört, erzähl uns mal, was ihr da vor Ort tut. Da greifen wir natürlich nach, haken wir nach und stellen auch tatsächlich sicher, dass die Dinge vor Ort dann auch passieren. Was wichtig ist für uns, ist, dass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt. Und ich glaube, das Thema verantwortungsvolles Reisen, das wird eben auch in Zukunft ein Schlagwort werden. Und der müssen wir uns stellen. Und weil sonst kommt der Kunde nicht wieder oder mietet das Auto gar nicht an, weil er sagt, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist wichtig. Ja, wie wird das denn aussehen mit den Desinfektionsgeschichten? Also wird das Auto wirklich einmal, grundhygienitisiert? Ja. Also du weißt, was ich meine. Ist genauso. Tatsächlich, das ist das, was passiert. Ohne das geht es natürlich gar nicht, weil das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Also unabhängig vom menschlichen Kontakt, wenn es denn einen gibt vor Ort mit dem Rental Agent. Aber ja, das Auto muss tipptopp desinfiziert werden. Und das ist natürlich das, wo eine Menge Zeit aufgewendet wird. Und wo eine Menge Personal letztendlich auch im Einsatz ist. Und das ist gar nicht so einfach, das kostenmäßig dann natürlich auch abzubilden. Das glaube ich. Also wir gehen auch mal davon aus, dass die Mietwagenpreise deswegen auch nicht unbedingt billiger werden, sondern vielleicht mindestens stabil bis leicht steigend, weil natürlich auch bestimmte Dinge, die der Kunde ja auch erwartet, vor Ort umgesetzt werden müssen. Also wir sind selbst sehr gespannt, auch wie sich das dann auf das entsprechende Pricing übers Jahr hinweg niederschlägt. Ja. Jetzt sprechen wir im Moment ja alle nur noch immer über die Pandemie. Und in der Pandemie hat ja immer das Wort Flexibilität auch so eine ganz magische Geschichte. Wie flexibel sind denn die Sunnycars-Buchungen? Also wir sind da ziemlich flexibel. Also auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass wir, Birgit hat geräuspert. Also wir sind natürlich extrem flexibel, weil auf der einen Seite wollen wir, dass der Kunde bucht und auf der anderen Seite wissen wir natürlich nicht, was in den nächsten Wochen passiert und wir müssen hier flexibel sein. Wir wollen den Kunden erstmal gewinnen und wenn er dann eben keine Lust mehr hat, müssen wir ihn natürlich auch wieder gehen lassen. Es bringt uns ja nichts, Stornogebühren zu erheben, die exorbitant sind, weil wir dann sagen, ja Kunde, du hast gebucht, selber schuld. Das funktioniert nicht. Mit Blick auf lange Sicht geht es immer um die absolute Kundenzufriedenheit, also heißt das für uns absolute Flexibilität. Und das tut manchmal weh und das kostet auch Geld, aber in der Regel ist es so, das hat sich, und das machen wir jetzt ja schon doch seit knapp 30 Jahren, hat sich das immer ausbezahlt, egal was passiert. Und die Kunden sind sehr dankbar und wir haben ja dann doch sehr viele Reisebüros auch, die bei uns Buchungen absetzen, wie zum Beispiel die Lufthansa City Center. Und die schätzen das tatsächlich wert und die Partnerschaft ist da natürlich hervorragend. Wollte gerade fragen, wo kriege ich ein Sunnycar her, also tatsächlich vom Lufthansa City Center? Und ja, natürlich im Lufthansa City Center, wo unser Credo ist grundsätzlich, wo der Kunde ist, sind auch wir. Und dementsprechend, ein Touchpoint ist natürlich für uns als strategischer Partner Lufthansa City Center, aber
er kann uns grundsätzlich überall bekommen. Ich wünsche euch, lieber Thorsten und liebe Birgit, in diesem Sommer ganz, ganz leere Garagen, auch wenn die jetzt im Moment noch voll sind. So, dass ihr da was auch immer drin machen könnt mit euren Geschäftspartnern. Aber ich drücke euch die Daumen, dass so viele Autos wie möglich wieder in den Feriendestinationen unterwegs sind. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Danke. Wir danken ganz herzlich. Menschen treffen, Reisen unternehmen, das gehört seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Auch mal so ein bisschen die Gegend rund ums Hotel erkunden, zum Beispiel im Mietwagen von Sunnycars. Und im Urlaub möchten wir halt mobil sein, dann auch noch unabhängig, damit du auf dem Laufenden bleibst, wo das gehen kann. Abonniere diesen Podcast jetzt und lass uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Die sind auf der einen Seite für den Podcast, aber auch für die Lufthansa City Center Profis. Die arbeiten wirklich auf Hochtouren für uns alle. Also denk an dein Reisebüro. Dort sitzt nämlich dein ganz persönlicher Berater, der weiß, wo du den schönsten Mietwagen herkriegst. Und der ist immer für dich da, auch jetzt. Jetzt ist es nur an uns allen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft mit Sicherheit von Profis beraten werden. Also bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.